Heute auf meiner Theke ein 18-jähriges Einzelfass von Abelauer. Sherry Butt, gebrannt 2003, abgefüllt 2021 mit stolzen 59,7 Volumenprozenten. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Abelauer 18 Jahre ist ja eh schon sowas Kultiges in meinen Augen. Auch ja, wenn es jetzt nur noch die 0,5 Liter Flasche gibt und viele sagen, früher war er besser als heute, aber trotzdem ist das noch einer dieser Malls, die irgendwie mein persönliches Sherry-Profil ansprechen. Und so hatte ich bis jetzt auch immer ganz gute Erfahrungen, wenn ich mal das Glück hatte, ein Einzelfass von Abelauer in die Finger zu bekommen. Generell gibt es die eher seltener, aber wenn es welche gibt, ist der Preis irgendwie noch, ja, wie soll man das sagen? Der hier ist jetzt nicht günstig. Das Ding kostet 248 Euro. Aber Einzelfässer von anderen Brennereien, Glenlivet, guck da mal nach Originalabfüllung zum Beispiel. Die gehen komplett durch die Decke. Ja, noch andere kultigere Brennereien will ich gar nicht nennen. Wenn es da sowas gibt, sind die meistens total überteuert und dann auch noch hat man gar nicht die Möglichkeit, sowas zu kaufen. Glenrosses fällt mir hier im selben Atemzug noch ein. Da hatte ich auch schon das ein oder andere Einzelfass, das man sich noch irgendwo vom Munde absparen konnte. Brennereien wie Glendronach sind mittlerweile ja unbezahlbar. Mochte ich früher gerne, hatte ich oft in meinen Videos. Ich weiß noch die Zeiten, 18-jähriges Einzelfass von denen 89 Euro. Hab ich mal eins gekauft. Zeiten sind vorbei, will ich jetzt nicht nachtrauern, aber ich suche eben noch so meine Lücken, wo man überhaupt noch mal was kriegt. Glenfarclas Family Cast Serie kennt ihr, das ist irgendwie, ja, so mein persönlicher Vorgarten, aber auch die Dinger werden immer teurer. Glen Elechi, klar, die schmeißen wirklich Einzelfässer ohne Ende raus. Ist aber nicht so mein persönliches, ja, oder trifft nicht so genau mein persönliches Geschmacksprofil. Brauchen wir jetzt gar nicht drüber streiten. Was haben wir noch für Brennereien? Wie gesagt, viele bieten sowas gar nicht an oder wenn dann sehr, sehr selten und man hat kaum Zugriff drauf. Ja, kürzen wir das Ganze einfach mal so ab. Jetzt hatte ich hier mal wieder das Glück. Es gibt hier ja nicht wie bei manch anderen Brennereien, wie bei Glenfarclas oder von mir aus auch wie bei Glenelechi, praktisch einfach immer ein Sommer- und ein Winter-Release oder dergleichen. Oder früher gab es sowas auch von Ben Riach. Schöne Abfüllung damals gewesen. Naja, wie gesagt, Abelauer 18 Jahre, den Standard hatte ich, boah, ist jetzt bestimmt schon wieder auch ein knappes Jahr her. Ich möchte bald dann noch ein bisschen was in der Hinsicht probieren. Heute fangen wir mal mit dem Einzelfass an, da ich es jetzt hier schon rumstehen habe. Den Rest habe ich noch nicht komplett für den Tasting-Aufbau, den ich vorhabe. Und heute useliges Wetter draußen, um die 1-2 Grad und ja, passt. Noch ein paar Grunddaten zum Fass. 18.08.21 abgefüllt, so lautet der Bottle Code. Habe ich bis jetzt nur in zwei Shops gesehen, in einem französischen und in einem großen holländischen. Hier in Deutschland noch gar nicht. Wer weiß, ob es noch kommt oder eben auch nicht. Ja, nicht kühl gefiltert. Von gefärbt steht hier nichts drauf. Es wird aber auch nicht widerrufen. Ich hoffe nur, dass Pinot Ricard hier nicht so verrückt ist und sowas färbt. Zuzutrauen ist denen alles. Sage ich mal so knallhart, aber ich appelliere da an das Gute im Menschen. Sherry Butt wird auch nicht näher erläutert. Ich hoffe auf europäische Eiche. Ich weiß gar nicht, wie das in der Vergangenheit war. Ich meine, ich hatte davon auch schon also Refill Sherry Einzelfässer. Ich glaube, da war es mit angegeben. Aber wie gesagt, sehr, sehr wenig Informationen zu dieser Pulle. Mein Herz hatte sie trotzdem aufgrund der technischen Daten gewonnen. Und ja, wir legen einfach mal los. Abelauer Geschmacksprofil. Ruhig. Süß. Gott, schon allgemein, ne? Woran macht man jetzt einen Abelauer aus?
Ich mag den 12er. Der heißt ja, glaube ich, eben der 12er mit 48 Volumenprozente, der nicht kühl gefilterte. Der hat, finde ich, gar nicht so den Riesen-Sherry-Einfluss. Aber klar, die Power-Abfüllung Aber Nat kennt viele, mögen viele. Ich hatte da mal vor 2 Jahren oder 3 Jahren ein Video zu gemacht mit einem älteren Batch und einem recht aktuellen. War erschreckend das Ergebnis. Ja, generell, wie gesagt, den 18er, er spricht mich an, holt mich ab, finde ich gut. Und so hoffe ich, dass es mir hier ähnlich geht, da er auch eine 18 trägt. Nein, das wäre zu einfach gesagt. Aber schauen wir mal. Erstmal habe ich ihn hier unverdünnt, aber bei der Alkoholstärke steht er hier vorne nochmal verdünnt. Und den werde ich dann gleich als erstes probieren. Aber hier hole ich mir erstmal eine Nase ab. So. Farbe habe ich euch eben eingeblendet, da geht sie dahin. Ja, ich habe jetzt nichts zum Vergleichen dazu gestellt. Eine schöne, gesunde Sherry-Farbe. Also da ist ordentlich was rüber in den Whisky gegangen, ohne ihn farblich zu erschlagen oder zum Cola Malt zu machen, ne? Oh ja. Einzelfässer, unabhängig abgefüllt und von Abelauer. Puh, muss ich passen. Fällt mir gerade nicht viel zu ein. Ich denke, verdünnt wird er noch stärker in die Nase kommen. Aber ich habe schon so eine volle Wuchtbrumme. Den Alkohol, klar, bei der Stärke. Aber nicht so. Es ist mein erster und einzigster Malt heute Abend. Ich hatte gerade mein Vorab-Whisky, klar, das ist ein ruhiger, sanfter, mit wenig Umdrehung. Also deshalb, wie gesagt, mein erster richtiger Whisky jetzt hier. Und er haut mich jetzt nicht aus den Latschen. Der Alkohol ist schön präsent. Das Single Cask schiebt mit seiner Holzfracht. Wie gesagt, ich hoffe auf europäische Eiche und da denke ich, bin ich ganz guter Dinge hier. Obwohl ich jetzt eher die Sherryfrucht habe. Mal riechen. Eine fruchtige Orangenassoziation, gefolgt von schweren Fruchtaromen, also Richtung Trockenfrüchte. Holz? Na, ich möchte mich mit europäischer Eiche noch nicht ganz festlegen. Da macht er so ein wenig zu. Da komme ich auch noch nicht so. Da kommt doch der Alkohol dann in die Nase. Ich kriege hinten rum noch nicht so die Kurve zum Holz hin. Er hat so einen leichten Anflug, ja, von Leder. Von meiner Orange kommt dann nach hinten hin dann doch wieder, wird es ein bisschen frischer. Ich muss da gleich ein bisschen Wasser dran tun. Oder ich wechsle jetzt mal eben. Tut ja nicht weh. So, ich weiß nicht, wie weit ich hier runter bin. Ich habe versucht, irgendwie an die 55, 56 zu kommen. Mal schauen, ob es geklappt hat. Der Alkohol ist stärker in der Nase. Das war jetzt noch nicht so, wie ich es geplant habe. Also ich rieche da wirklich vorher dann nicht dran. Sollte ich vielleicht mal machen, aber dann nimmt es mir irgendwie so diesen ersten Überraschungsmoment. Trockenfrüchte sind eine Spur dezenter im Hintergrund, die Orange mehr im Vordergrund. Kommt noch so ein wenig Kirsche, finde ich, dazu. Leicht nussig wird es. Wir wissen nicht, welche Art von Sherry es ist. Es kommt mir aber jetzt nicht vor, oder das Fass, was es für eine Belegung hatte. So. Aber PX scheint es in meinen Augen nicht gewesen zu sein. So, vielleicht bringen
Diese zwei Tropfen hier jetzt ja die große Wende. Geht jetzt, schiebt jetzt mehr rüber in die rote Bärenecke. Nach hinten raus wird es dann so ein wenig Richtung dunkler Süßkirsche. Gefolgt von meinem leichten Leder. Minimal Politur im schönsten Sinne, also dass es wachsig ist und jetzt nicht irgendwie so lösemittelhaltig oder künstliche Pflegemittel, sondern eher so wachsig. Honigwachs, so die Ecke. Und dann kommen Kräuter durch. Alter angesprochen, so von der Nase her, dem Alter entsprechend. Oft sage ich, er kommt jünger rüber oder oh, älter. Hier finde ich, passen die 18 perfekt. Also wenn ich es im Blindtasting hätte, hört sich jetzt doof an, würde ich sagen, 18, vielleicht 21, wenn ich mutig wäre. Aber unter 18 auf keinen Fall. So. Auf sowas hat man Lust, wenn man sich entscheidet, heute Abend möchte ich ein Einzelfass probieren. Ein Sherry-lastiges. Ich würde auf europäische Eiche tippen. Sie erschlägt einen aber nicht. Und hundertprozentig möchte ich meine Hand gar nicht für ins Feuer legen. Vielleicht ein wiederbefülltes Fass, was trotzdem noch gut Farbe rausgekommen ist. Zum Abschluss habe ich so eine nussige Kaffee-Politur-Note. Letztens hatte ich im sherry-lastigen Whisky viel Lakritz. Das habe ich hier gar nicht. Er wird so leicht trocken. Aber nicht, dass sich alles zusammenzieht. Sondern, also eben war das Holz die ganze Zeit schön am Schieben. Deshalb tippe ich auf europäisch. Ich kenne es aber extremer. Und von daher tippe ich irgendwie auf wiederbefüllt. Oder das Fass durfte in seinem ersten Leben wirklich ein bisschen Tannine an die Erstbefüllung verlieren. Jetzt am Gaumen kommt er mir etwas wilder vor. Also da würde ich jetzt vielleicht auch, wenn ich tippen müsste, auf 15 Jahre mich reduzieren. Viel eleganter als jetzt so ein Abunat. Man merkt einfach wirklich dieses Alter. Aber nicht so glatt gebügelt wie ein Wetting vom 18-Jährigen mit 43 Volumenprozenten. Jetzt nicht allein, ich schiebe das jetzt nicht auf den Alkohol. Aber hier ist noch richtig viel stürmische Würze drin, die einen aber gleichzeitig nicht überfordert. Er wirkt dadurch aber nicht so harmonisch. Sperriger Bursche, würde ich ihn nennen. Verbindet aber toll diese lang gelagerte Sherryfrucht auf der einen Seite mit dem Holz, wo ich persönlich mich an Refill europäische Eiche erinnert fühle. Am Ende wird's trocken am Zahnfleisch. Ich tippe mal, dass ich bei 55% jetzt wirklich irgendwo so bin. Schönes Mundgefühl. Alkohol weit genug abgeschwächt, dass man, denke ich, ein gutes Geschmackserlebnis hat. Ich werde ihn gleich einmal zum Abschluss unverdünnt probieren.
Also für einen harmonischen, gediegenen, ruhigen Malt ist der einfach zu sperrig, kantig. Ja, das habt ihr, glaube ich, mitbekommen. Deshalb erreicht er bei mir jetzt auch nicht so diese Spitzennote, dass ich sage, wow, was für ein Einzelfass. Ich habe jetzt nichts Spezielles daran auszusetzen, aber ich hätte gerne eine harmonischere Verbindung zwischen Frucht und der Würze. Ja, drücken wir uns so aus. Aber Spaß macht er. Ob sowas jetzt unbedingt 200, was habe ich gesagt, 48 Euro kosten muss. Dieses Süße mit diesen leichten Kräutern, also eine dezente Süße, die mich dann, wie gesagt, an Honig erinnert. Und dann gehe ich gleich weiter Richtung Politur, wie gesagt, aus Honigwachs. Bisschen altes Holz dabei, wo die Politur eben drauf ist. Leicht ledrig. Das sind schon tolle Sachen. Und wie gesagt, hier in der verdünnten Version, bisschen beerenlastiger. Es ist jetzt nicht so, dass wirklich sehr säurehaltige Momente kommen, aber ich habe so ein bisschen eben so ein säuerliches Beerenspiel da drin, was dann getoppt wird von einer süßen Kirsche, wie ich es schon gesagt habe. Also bei dem kann ich es mir auch wirklich gut vorstellen, dass der sich nochmal schön verändert, vielleicht ein bisschen ruhiger wird, wenn er noch ein bisschen oxidiert, sobald die Flasche irgendwo so zur Hälfte geleert ist. Eine Sache, die ich hier leider, leider Gottes nicht so einfach nachsimulieren kann, auf die Schnelle. Aber ja, also das kann ich mir hier auch noch gut vorstellen, dass da nochmal was kommt oder eine Veränderung eintritt. Ich finde, er wird immer ein bisschen ruhiger von Schluck zu Schluck. So. Ich weiß, es ist kein Mais drin. Brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber ich habe so eine leichte Assoziation zu so einer Maissüße. In so einem fast starken Bourbon, wie zum Beispiel dem Elijah Craig 12 Jahre. Wenn man reinriecht. Und der geht ja dann auch, oder so ein Bourbon geht ja dann auch schneller mal in, ja, dann so eine Politurnote, ich über, oder sag ich mal, leite ich jetzt so halb davon ab, Richtung Klebstoff und ja, also im guten Sinne gemeint. Ne? Also daran erinnert mich das so ein bisschen gerade an Maissüße aus dem Bourbon. Und dann setzt die Sherryfrucht rein und ein und ich habe was ganz anderes. Aber diese Süße stach gerade heraus, scheint etwas stärker zu sein als in der verdünnten Version. So. Okay. Dann gib's mir. Der Abgang vom Alkohol weggebritzelt. Vorher ganz interessant, bisschen mehr Tiefe, etwas voller von den Aromen. Aber dann kann das Holz das Ganze nicht so schön abschließen. Also ich weiß, es gibt genug von euch da draußen, die es am liebsten unverdünnt mögen. Aber hier entfällt der Abgang. Und danach ist jetzt meine Zunge so betäubt, dass ich, wenn ich noch mehr trinken wollte, sehr wahrscheinlich gar nicht mehr so viel wahrnehmen kann. Jetzt erholt sie sich langsam wieder. Nee, aber das ist dann so dieser Bereich. Früher fand ich das spaßiger. Aber jetzt merkt man einfach, was einem entgeht. Früher war es einfach so dieses Beeindruckende, diese Stärke, diese Kraft, die aus so einem Whisky, ja, übermittelt werden kann. Drücken wir es so aus. Aber er wird immer wärmer in der Hinsicht vom Gefühl. Hat er hier nicht so? Von dem Gefühl her. Sherryfrucht gefolgt von dieser honigsüßen Politur. Also das finde ich, das nehme ich mit. Das ist wunderbar.
Wenn es dann etwas harmonischer weitergehen würde, wird er mich mehr abholen, als er so schon sowieso tut. Gut. Einzelfässer sind teuer genug, aber dieses hier, wer unbedingt meint, er braucht eins von Abelauer und ist hier am Hadern. Also wenn einer was Ganze, wie gesagt, Smoothes haben will, ist er hier falsch. In Fassstärke ist das sowieso schwer. Aber wer ein bisschen Spaß an was Kantigem hat, das ist, oder so schlimm ist es ja gar nicht, aber das ist schon gut. Gut, ich mache wie gesagt in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal mit ein paar Abelauer Abfüllungen weiter und vielleicht ziehe ich ihn hier nochmal raus. So viel möchte ich schon mal verraten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.